Kommen wir nun zu Nürburgring Sprint mit dem KTM Crossbow R. Diesmal die KI-Schwierigkeit hoch auf 86. Wie gesagt, jedes Rennen ein Prozentpunkt höher. Und ja, die Strecke kenne ich. Das Auto habe ich halt mittlerweile auch kennengelernt. Und ja, dann fahren wir mal los, nicht wahr? Ich stelle auch wieder um auf das Spiel. Dann sieht man die Kamera. Hallöchen. Und ab ins Rennen. Das dürfte jeden Moment erscheinen. Da ist es schon. Super. Los geht's. Ich hoffe, diesmal kriege ich den Anfang hin. Sonst hatte ich ja immer mal ein paar Startschwierigkeiten, aber gut. Das habe ich doch geübt. Hier. Bin da jetzt schon 3 Rennen gefahren hier. Ich fahre wieder im zweiten Gang an. Mal gucken, ob es klappt. Man merkt auf jeden Fall, dass der Nürburgring viel größer ist als Vallelunga. Das stelle ich hier fest. So, jetzt lieber zu früh bremsen als zu spät. Die Kurve hat es nämlich in sich. Oh, jetzt bloß rumkommen hier. Man muss ja auch noch lenken bei Kurven. Das kommt auch noch dazu. Wie da bin ich jetzt eigentlich? 7. von 8, ja, das hat sich ja gelohnt. Moment, hätte ich eigentlich gar nicht schalten müssen. Also hätte ich auch mit dem linken Fuß bremsen können, wie immer. So. Die KI stärken stetig zu. Das heißt, es ist wieder schwieriger. Ich weiß nicht, ob ich es wieder so einfach schaffen würde, denn es wird ja. Tatsache ist, es wird schwerer, weil ich es immer schwerer stelle. Sorry. Oh, der ist in. Oh, der ist in. Drückt mich ja nicht nach draußen. Dankeschön. Oh, jetzt sind wir ja vorne so weit weg. Ich müsste mal jemanden überholen. Ich war ja gerade eben letzter. Das darf ja auch nicht sein. Verdammt, 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 verdammt. So, machen wir das schnell mal wieder gut. Okay, der zweite Gang wäre hier vielleicht nicht unbedingt nötig gewesen, denn jetzt müsste ich gleich wieder schalten. Merken wir uns. Also, bei dem KTM sollte man tendenziell immer eher in den dritten Gang schalten als in den zweiten, weil er sehr kurz übersetzt ist. Das habe ich auf jeden Fall heute gelernt. So, grüne 8 hat was Längeres geschrieben. Ich lese das gleich, wenn ich gerade nicht am Fahren bin. Denn bei längeren Nachrichten ist das ein bisschen schwierig mit der Konzentration und so. Ich muss ja dann auch weggucken, das geht jetzt gerade schlecht. Na, fahr doch, Freundchen. Was bremst du? Okay, ich merke auf jeden Fall die Fortschritte in der Fahrzeugkontrolle. Vielleicht kann ich auf der Geraden ja die Nachricht von grüner 8 lesen. Ich habe zumindest die Hälfte geschafft. Die andere Hälfte kommt gleich. Die lese ich gleich. Verdammt, nein, schon wieder der gleiche Fehler. Okay, jetzt habe ich auf jeden Fall Zeit zu lesen, denn jetzt muss ich nochmal neu starten. Tut mir leid. Okay, sorry dafür. Aber ich war sowieso ziemlich weit hinten. Okay, grüne 8 schreibt. Aber von Bibi, also wir waren gerade bei der Thematik Gronkh vs. Bibi und Abozahlen überholen. Aber von Bibi, wo ihre Abozahlen sinken, sie noch ein Gewinnspiel raushaut, zeigt, dass sie von den Zahlen Gronkh überholen will. Ja, okay, das kann ich mir vorstellen. Was Bibi denkt und so, was sie vorhat, das kann ich aber auch nicht so genau sagen, weil ich sie nicht kenne, weil ich ihre Videos nicht schaue. Dafür schaue ich aber Gronkhs Videos, den kenne ich sogar sehr gut, wenn ich das behaupten darf, weil ich seit 2011 seine Videos schaue. Ja,
Also, solange es Gronkh egal ist, soll es mir auch egal sein. Zahlen sind sowieso nicht so wichtig. Aber wenn sie sich davon was verspricht, soll sie das ruhig machen. Ich habe damit kein Problem. Und Gronkh auch nicht. So, okay. Aber die Medien stürzen sich da natürlich auch gerne drauf, ne? Weil das ja krass ist. Wahnsinn und so. Okay, weiter geht's. Das Lenkrad. Ich Idiot, ey. Das Lenkrad war eingeschlagen. Ist das nicht witzig? Ich lerne nicht dazu. Das hätte man auch eigentlich sehen müssen, ne? Hier. So, jetzt ist das Lenkrad richtig eingeschlagen. Ich habe einen zweiten Gang eingelegt. Ich gebe Gas. Und fahre jetzt gleich los. So. Jetzt auf dem Startziel mal ein bisschen ein paar Leute hier überholen. Jawohl. Oh, reinstechen, das ist keine gute Idee, aber es hat funktioniert. Krass, dass sie mich jetzt hier nicht weggehauen haben, obwohl ich hier so ganz gemein reingestochen bin, was man eigentlich überhaupt nicht tun sollte. Oh. Guck mal hier, wie gut das jetzt auf einmal klappt. Hey, jetzt überhole ich den auch noch. Krass. Jetzt bin ich ja gleich vorne. Jetzt bin ich ja vorne. Juhu, Führung. Und. Ah. Jetzt habe ich mich nicht getraut, hier noch zu schalten. Moment, ich wollte doch eigentlich gar nicht. Na, weißt schon. Ich wollte eigentlich gar nicht schalten. Also, so ist das, ne? Wenn man ohne ABS fährt. Quietsch, quietsch. Also, wenn man es nicht richtig, noch nicht richtig beherrscht. Das ohne ABS fahren. Wenn man das beherrscht, natürlich, dann bringt man die Reifen überhaupt nicht zum Quietschen. Wenn man da ein genaues Gefühl dafür hat. Aber ich habe hier gerade so viel, was ich auf einmal üben muss, ne? Ich habe erst vor kurzem jetzt das neue, also das G9, der Web 29 neu hier rumstehen. Dann. Damit kommt eben die Kupplung, die ich bisher nur aus der Realität vom Straßenverkehr kenne, wo man ja keine Rennen fährt. Von daher ist es unter Druck sozusagen neu für mich. Und dann kommt noch die Heel-and-Toe-Technik dazu, die ich gleichzeitig noch üben will, wenn ich schon mit der Kupplung anfange. So, und grüne Achter, wie das geschrieben. Ich schaue mal, ob ich das lesen kann. Ja, ich hab's gleich. Ich schaff's gleich, das zu lesen. Vielleicht auf der Start- und Zielgerade. Aha. So. Und zwar, grüne 8 schreibt. Ich kann das jetzt lesen, Moment. Du in Real Life Rennfahrer aus Versehen das Lenkrad angeschlagen. Ja, du wärst lange gefahren. Ja gut, in der Realität würde einem das nicht passieren, dass man das Lenkrad noch eingeschlagen hat. Weil man da ja... erstmal, weil man da ja an die Stelle hinfährt. In dem Spiel wird man ja dahin gebeamt. Deswegen kann das sein, dass man ja vorher schon noch irgendwie die Kontrolle verloren hat oder so und deswegen das Lenkrad eingeschlagen war. Und dann wird man dahin gebeamt und das Lenkrad immer noch eingeschlagen, ne?
In der Realität lenkt man ja beim auf dem Startplatz fahren nicht so stark ein, dass das Lenkrad noch eingeschlagen wäre. So. Dann schreibt er noch Mode Underground Rennfahrer. Zwinker. Underground, da fällt mir Need for Speed Underground ein. Underground 2 habe ich damals gespielt. War eins meiner ersten. Mit das erste Rennspiel, was ich so intensiv gespielt habe. Ach, das waren noch Zeiten. Das war, wann war das? 2003 oder so? In dem Bereich? Lange her. Zumindest für meine Begriffe. Aber ich habe schon seit Jahren jetzt keine Straßen, also illegale Straßenrennspiele sozusagen. Also Need for Speed und solches Zeugs, wo man halt illegale Straßenrennen fährt. Solche Spiele habe ich schon lange nicht mehr angefasst, fällt mir auf. Eigentlich auch schade. Aber ich habe viel mehr Spaß an Simulationen. Seit einigen Jahren. Gerade weil diese Simulationen ja auch immer besser werden. Ach, schon wieder der Hebel, der durch die Gegend rutscht. Oh, das ist jetzt die letzte Runde. Krass. Los vorne bleiben hier. Das ist gerade so entspannt hier, wenn man vorne ist. Ich dachte schon, ich mache jetzt einen fatalen Fehler. Aber der ist nur halb fatal, sage ich jetzt einfach mal. Ich habe noch keine Position verloren, nur Zeit. Oh, der ist mir dicht auf den Fersen. Oh je. Jetzt hätte ich eigentlich wieder mit dem linken Fuß bremsen können. Warum mache ich das nicht einfach? Das ist nicht... ich bin es nicht gewohnt, wenn ich die Kupplung treten muss. So, jetzt aber. Komm, schnell weg von den anderen. So, Kunacht schreibt, da habe ich sprechen gelernt. 2003, okay. Ich hoffe, ich lerne das auch noch irgendwann. Schön, dass du es schon kannst. Freut mich. Aber wenn jetzt jemand, der noch älter ist als ich... Wenn ich dem was von 2003 erzähle, dass das lange her wäre, dann wird er mich nur auslachen. Ja. So sind die verschiedenen Empfindungen. Je nachdem, wie lange es einen schon gibt, würde ich sagen. Davon hängt das ab. Okay, wir haben jetzt schon 2017. Das ist krass. Wie weit wir schon fortgeschritten sind. Wer weiß, wenn man dieses Video noch sieht, was ja später auf YouTube erscheinen wird, nach diesem Livestream. Boah, wenn man das sieht und dann ist es noch ein paar Jahre später, dann wird man sich denken, ach, 2017, das war ist aber lange her. Ja, ja, das wird schon witzig. In der Zukunft. Okay, das war das Rennen, das war eine Goldmedaille. Ich bin glücklich. Ich schalte um, damit man das Spiel sieht. Hier ist das Spiel. Hier ist die Bestzeit, die neue. Keine überragende, also nichts, was man sich merken sollte. Es hat aber zum Sieg gereicht. Das ist das, worauf es mir ankommt. Hier ist die Goldmedaille. Freu, mal wieder. Das war Goldmedaille Nummer 4 für heute. Und wir kommen jetzt weiter. Ich muss schauen mal kurz auf die Uhr. Ich weiß gar nicht, wie spät es ist. Okay, jetzt weiß ich wieder. Wir sind also noch Halbzeit ungefähr für heute. Je nachdem, wie es mir ergeht. Aber ich fühle mich noch fit für das nächste Rennen. Wieder in Imola. Ah, da haben wir auch andere Autos dabei, stelle ich gerade fest. Okay, freue ich mich drauf. Bum, 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 bum. Danke fürs Ertragen des Videos für heute. Kannst du mir bitte sagen, ob dich das Filmchen freut? Daumen hoch und runter, die stehen dafür bereit. Und Kommis machen munter, die lese ich jederzeit. Kommst du zu der Entscheidung, du willst da mehr von sehen? Dann kannst du zur Beschreibung und zum Abo-Button gehen. Und fandest du es scheiße, was deine Wahl der Qual? Ansonsten gute Reise und bis zum nächsten Mal.
Ja.